Tradition sind inzwischen die planmäßigen Dampffahrten zwischen Landquart und die Sentis. Diese herrliche Bahnlinie im Vorderrheintal wurde 1912 eröffnet. In die Sentis führt die Route unter der Verwaltung der Furkaer Oberalpbahn dann weiter nach Brig. Nochmal überprüfen, ob alles gut geölt ist. Dann steht der Ausfahrt der G45 Nummer 107 zu einer herrlichen Tagesfahrt nichts mehr im Wege. Neben der 107 steht noch die Nummer 108 der Gattung G45 der Rätischen Bahn für Sonderfahrten zur Verfügung. Diese Bauart ist ursprünglich von der schweizerischen Lokomotivfabrik Winterthur für den Export nach Abyssinien konstruiert worden. Zwischen 1904 und 1906 kamen die ersten 6 Loks in einer Nassdampf-Zweizylinder-Verbundausführung zur RHB. Bis 1915 folgten dann, beginnend mit der 107, weitere 23 G45 in einer Zweizylinder-Heißdampf-Variante. Bald nach der Hinterrheinüberquerung bei Reichenau beginnt der 15 Kilometer lange grandiose Streckenabschnitt der Rheinschlucht. Nach knapp 2 Stunden Fahrzeit ist Ilanz erreicht. Hier ist obligatorischer Betriebshalt zum Wasserfassen. Leider gibt es schon längst keinen Wasserkran mehr, aber dafür bietet die unorthodoxe Methode, die Lok mit ihrem Grundnahrungsmittel zu versorgen, Möglichkeiten für ein Späßchen. Kurz hinter Ilanz befindet sich eine der 5 Vorderrheinüberquerungen zwischen Reichenau und die Sentis. Ortschaften mit ihren wohlklingenden rätoromanischen Namen wie Cumpadials, Sumvitsch oder Rabius gleiten am Zug vorbei. Thank you.
Disentis mit seiner alles überragenden, berühmten Benediktinerabtei ist erreicht. Die Nummer 107 wird für die Rückfahrt gedreht und versorgt, bevor das Lokpersonal in die wohlverdiente Mittagspause gehen kann. Immerhin hat sich die Lok vom 527 Meter hoch gelegenen Landquart auf das 1133 Meter hohe Disentis emporgearbeitet. Auf den letzten 10 der 72,9 Kilometer langen Strecke muss eine Maximalsteigung von bis zu 27 Promille überwunden werden. Die Lokomotiven der Reihe G45 in der Heißdampfausführung waren seinerzeit die stärksten Meterspurmaschinen Mitteleuropas. Dank des ruhigen Laufs und ihrer Wirtschaftlichkeit erfreuten sie sich großer Beliebtheit beim Personal. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit liegt bei 45 Stundenkilometer. Die Leistung beträgt satte 588 Kilowatt. Hilft nicht gerade solch eine regnerische Herbststimmung mit, das Reiseerlebnis von anno dazumal nachzuempfinden? Freuen Sie sich auf die anderen Kapitel des Filmes und ich freue mich über Ihr Like.